Falk, was ist denn? Die sitzen zusammen und spielen. Ach, das geht einfach nicht. Ich glaube, dein Herrchen hat eine Krise. Falko, lass das. Ich kann mich nicht konzentrieren, sonst wäre ich mit dem Buch nicht fertig. Welches kann ich das Buch nicht abliefern und du hast nichts zu fressen. So einfach ist das. Also komm, geh aufs Sofa. Wieso bist du noch nie umgezogen? Umgezogen? Ach, du liebes Bisschen. Jetzt sag bloß, du hast den Termin vergessen. 5 Minuten. Gib mir 5 Minuten. Maximal, okay? 5 Minuten. Ach, Paul, nein, wirklich. Ich dachte, das sei morgen. Du weißt genau, dass es heute ist. Na? Falko? Eben nicht. Aber du hättest doch. Warum hast du mich nicht nochmal angerufen? Komm, so einen wichtigen Tag vergisst man doch nicht. Ich weiß auch nicht, was in letzter Zeit mit mir los ist. Irgendwie bin ich so ganz. Oh. Also, wenn wir es nicht so eilig hätten, würde ich sagen, zieh dich wieder aus. Ist das dein Ernst? Nimm eine einfarbige Krawatte und vergiss deinen Ausweis nicht. Einfarbig. Gar keine. Falko, wo ist mein Ausweis? Ja, ja. Heiraten und wir lassen uns scheiden. Jetzt zieh nicht so ein Gesicht. Los, komm, lass uns das Essen gehen. Hm? Super Idee, da können wir doch gleich eine Scheidungsparty feiern. Komm, jetzt seh das doch nicht so eng. Ich seh das nicht eng. Außerdem kommt da dein Mann. Moment mal, noch sind wir nicht verheiratet. Eureka, es ist vollbracht. Das heißt eigentlich, ich hab's gefunden. Ja, hat er uns doch auch. Hier. Ach, Conny, sind die schön. Danke. Für dich können sie nicht schön genug sein, mein Schatz. Na, wie geht's beruflich? Was macht der Roman? Der Roman? Gut. Gut wird er. Und selbst, Ihr Recyclingunternehmen läuft? Ich denke, wir können uns ruhig duzen. Du kannst ruhig Schrotthandel sagen. So, jetzt habe ich aber Hunger. Hm? Ich habe einen Tisch bestellt. Und du willst wirklich nie mitkommen? Nein. Ich muss noch an meinem Roman schreiben. Ah ja. Pass auf dich auf, ja? Hm. Moment nicht so gut drauf. Ein Verflossener ist ein Loser. Aber ein charmanter. Hey, geil, super. Mit einer Prepaid-Karte? Nee, ich kann so lange telefonieren, wie ich will. Habt ihr Lotto gewonnen? Ich werde abgeholt. Ruf mich später an. Ja, wie ist denn deine Nummer? Ich schicke dir eine SMS. Okay. Hallo, mein Schatz. Hallo, Papa. Und? Wie geht's? Was hast du denn da? Mein neues Handy. Hab ich von Conny. War schlimm? Nee. Naja, ein bisschen weh tut's schon. Hatte Sehnsucht mit. Hast du ein bisschen Zeit für mich? Klar. Ich lade dich zum Eis ein. Bitte schön.
Danke. Ach Mensch, das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich habe dir was mitgebracht. Dein Kuschel. Danke, Papa. Das finde ich ja echt süß von dir. Ich weiß, du bist traurig, weil wir nicht mehr bei dir wohnen. Alles, was ich möchte, ist, dass du glücklich bist. Mach dir um mich keine Sorgen. Ehrlich nicht. Sag mal, wie kommst du denn mit deinem neuen, mit Mamas neuem, mit diesem... Schrotthändler? Schrotthändler. Alles gut? Conny ist ganz okay. Nicht so nett wie du. Aber dafür hat er Kohle. Entschuldigung, Papa. Du musst dich nicht entschuldigen. Aber Geld ist nicht der Grund gewesen, weshalb sich Mama und ich uns haben scheiden lassen. Es war eher so, dass... Du musst mir nichts erklären, Papa. So ist es eben manchmal. Zwei Menschen lieben sich, heiraten, kriegen ein Kind, dann merken sie, es läuft nicht mehr. In meiner Klasse war ich fast die Einzige, wo die Eltern noch zusammen waren. Suchst du jetzt eine neue Frau? Wer? Du? Ich? Das ist im Moment eigentlich kein Thema. Ich werde dich vermissen, Papa. Ich dich auch, mein Schatz. Oh, Schnucki, das sieht immer köstlich aus. Das ist es auch, eine Bouillabaisse Provençale. Diesmal mit Gewürztraminer. Der Chablis war letztes Mal zu sauer. Ih, das esse ich nicht. Ach, Lissi, bitte. Genießen und auf der Zunge zergehen lassen, so kommt der Geschmack am besten zur Geltung. Ich bin mir sicher, du wirst es lieben irgendwann. Dann hat deine Weißwurstzeit, danke, endlich ein Ende. Ja. Ich mag dieses Fischzeug aber nicht. Kann ich den Pizzaservice anrufen? Wie war's in der Schule? Papa hat mich abgeholt. Aha. Und? Nichts und. Wir haben Eis gegessen. Und worüber habt ihr geredet? Vater-Tochter-Gespräche. Die großen Dinge im kleinen Universum. Mama, ich kann das nicht essen. Mir wird schlecht. Was soll ich bloß mit dir machen, hm? Lissi ist ganz in Ordnung. Bitte. Schmeckt's dir etwa auch nicht? Doch, sehr, aber irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Da macht man und tut man, um euch ein bisschen Stil beizubringen. Und euch ist das anscheinend völlig egal. Ach, Schlucki, ich finde das toll. Deswegen liebe ich dich, ja. Du bringst Klasse in diese Bude. Und das ist einfach, ja, das ist einfach klasse. Du gibst mir das Gefühl, dass ich alles falsch mache. Nein, das tust du nicht. Was ist denn? Entschuldigen Sie, die Firma. Es scheint dringend. Ja, was ist? Was jetzt? Muss das unbedingt? Ja gut, ich komme. Danke, Max. Was ist los? Ach, entschuldige, ich habe ganz vergessen, dass ich heute Abend mit dem Bauamtsrat, dieser Vertrag mit der Stadt, hast du... Ich hab dir ja davon erzählt. Nein. Ja, wie immer, ich muss los. Also, sei mir nicht böse. Lass dich schmecken. Max? Ja, bitte? Sie können dann jetzt das Dessert bringen. Sehr wohl. Also, Kinder, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Wer will die gute zuerst hören? Also die schlechte zuerst. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Das Gute daran ist, uns kann keiner mehr in den Rücken fallen. Du musst dieses verdammte Buch fertig schreiben. Das landest du nämlich im Tierheim. Und ihr zwei... Ja, denke ich lieber nicht drüber nach. Vielleicht sollte ich darüber mal ein Buch schreiben. Ein Mann spricht mit seinen Tieren. Ja, ist nicht besonders originell, auch nicht besonders neu, aber vielleicht könnte man eine schöne Beziehungsgeschichte draus machen. Hm? Was meinst du dazu, Falco? Hallo?
Ja? Was ist denn passiert? Wer bist du denn? Der Blitz ist in einen Baum eingeschlagen und der liegt quer über der Straße. Mein Akku ist alle und ich habe mich auch noch verfahren. Es ist mein Glück, dass ich das Licht gesehen habe. Oh, entschuldigen Sie bitte die späte Störung, aber hier ist ja sonst weit und breit nichts. Kein Problem. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen? Oh, das wäre sehr nett. Dann sind Sie mich auch ganz schnell wieder los. Leitung ist tot. Und nun? Haben Sie kein Handy? Tut mir leid. Warten Sie, ich hole Ihnen was Warmes zum Anziehen. Wohnen Sie alleine hier? Ja. Bisschen ganz fein. Wo steht denn Ihr Wagen? Unten auf der Straße. Zu einem Unglück springt er auch nicht mehr an. Aber sonst ist die Welt noch in Ordnung. Hier sind ein paar Sachen. Wo kann ich mich denn umziehen? Oben, im Bad. Sandra, ich hab dir doch gesagt, du sollst mich nicht mehr zu Hause anrufen. Ich hab's dir doch erklärt. Jetzt komm doch erst mal rein. Du weißt doch, ich habe jetzt eine Familie. Was findest du eigentlich an dieser Rosalind? Rosé, ist eben anders. Wie anders? Ja. Wie meinst du das? Sie hat Stil. Ach, und den hab ich nicht. Versteh mich doch, Sandra. Ich liebe Rosalinde. Heißt das, ich muss auch hier aus der Wohnung raus? Wo verhältst du mich denn? Ich habe sie dir geschenkt und du kannst sie behalten. Wem gehört denn dieses Kleid? Meiner Frau. Und wo ist Ihre Frau? Bei Konrad. Aha, und wer ist Konrad? Konrad ist der Mann, bei dem sie lebt. Ich verstehe. Nein, ich verstehe nicht. Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, ich bin seit 11 Stunden geschieden. Oh, das tut mir leid. Danke. Muss es nicht. Was haben Sie denn da gemacht? Ich weiß nicht, ich bin irgendwo reingetreten. Ich hole Ihnen eins. Erstmal ein bisschen Jod. Das ist doch nur ein kleiner Kratzer. Doch, das muss sein. Okay. Sie machen das ja gut. Mach die Übung. Wie meinen Sie das? Sie wollen aber ziemlich viel von mir wissen. Hallo, Liebling.
Hallo. Sag mal, weißt du, wie spät es ist? Wieso ist die Uhr kaputt? Ach, Konrad. Tut mir leid, Schnucki, aber ich musste noch... Wenn Beamte schon mal eingeladen sind, dann nutzen die das ziemlich aus. Wie, du hast ja getrunken. Entschuldigung, Röschen, aber ich will jetzt nur noch schlafen. Weißt du, an sowas gewöhne ich mich gar nicht erst. Paul war immer zu Hause, auf den habe ich nie warten müssen. Das Einzige, was ich Ihnen anbieten kann, ist, Sie können hier übernachten. Ich kenne Sie doch gar nicht. Haben Sie natürlich recht. Naja, andererseits habe ich gar keine andere Wahl. Nicht wirklich, nein. Dann geben Sie mir einfach eine Decke und ich lege mich aufs Sofa. Kommt überhaupt nicht in Frage. Sie nehmen das Bett, ich nehme das Sofa. Das kann ich nicht von Ihnen verlangen. Warum nicht? Ich habe es Ihnen ja angeboten. Die Tür kann man auch abschließen. Wenn Sie irgendetwas brauchen, ich bin dann unten auf dem Sofa. Ja, danke. Ich weiß. Es ist hier. Danke. Also, gute Nacht. Schlafen Sie gut. Gute Nacht. Sie sind wirklich sehr nett, Paul. Na, komm, Falco. Falco, Falco, lass das. Falco, komm her. Entschuldigen Sie bitte, das bin nicht ich, das ist der Hund. Falco, komm her. Lassen Sie ihn ruhig, ich mag Hunde. Gute Nacht. Gute Nacht, schlafen Sie gut. Falco? Falco? Falco! Falco! Hallo. Los. Na du, gut geschlafen? Hm? Ach, komm her. Komm her. Hm? Ist gut geschlafen? Wo sind deine Freundin Bill? Ist sie schon unterwegs? An dieser Stelle bade ich auch oft. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen.
Sie haben mir ganz schön Schreck eingejagt. Ich wollte Sie nicht aufwecken. Ich bin schon seit einer Stunde wach. Nehmen Sie sich immer, was Ihnen gefällt? Bitte seien Sie mir nicht böse. Das war einfach zu verführerisch. Oh ja. Hallo, Ausreißer. Wie wär's mit Frühstück? Gerne. Dazu müssten Sie aber aus dem Wasser kommen. Ich hab nichts an. Ich kann mich ja auch ausziehen. Das tun Sie nicht. Keine Angst, ich habe Ihnen ja gesagt, Frauen sind für mich kein Thema im Moment. Schade eigentlich. Was? Nicht. Hier schenke ich Ihnen. Dankeschön. Was machen Sie? Ich? Ich arbeite in der IT-Branche. Was ist IT-Branche? Wir veranstalten Kunstauktionen im Internet. Ah. Und woran arbeiten Sie zurzeit? An einer Beziehungsgeschichte. Um einen Mann, eine Frau, um Liebe? Aber mir fällt irgendwie nichts ein. Ist Ihnen kalt? Ein bisschen, ja. Hol ihn mal. Danke. Guten Morgen. Guten Morgen. Was machst du denn hier? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte eigentlich mit dir frühstücken. Hier, ich habe dir die Zeitung mitgebracht. Ja, wie du siehst, ich habe Besuch. Oh, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Rosalind, die Frau von Paul. Ex-Frau, meine Liebe. Diese kleine Nuance wollen wir doch nicht verzichten. Warum Männer immer so kleinlich sein müssen? Und, wer sind Sie? Steffi Huber. Frau Huber ist mein Gast. Sie hatte gestern Abend eine kleine Panne. Oh, wie unangenehm. Paul, warum hast du hier kein Taxi bestellt? Oder wollen Sie vielleicht den Bus nehmen? Unten an der Kreuzung. Kommst du bitte ganz kurz. Haltestelle. Zieh mich nicht. Was soll das? Wir sind gerade einen Tag geschieden und schon hast du eine neue Freundin. Jetzt will ich dir mal was sagen. Erstens sind wir geschieden. Zweitens leben wir seit einem halben Jahr getrennt. Und drittens ist sie nicht meine Freundin. Oh, früher hast du nicht gelogen. Deshalb war ich auch immer so stolz auf dich. Aber bitte, wenn ich störe. Rosi? Nein, nein. Du musst mir nichts erklären. Ich will dir gar nichts erklären. Es war doch der Verteiler. So. Aber an Ihrer Stelle würde ich das in der Werkstatt machen lassen. Das kann jederzeit wieder passieren. Vielen Dank für alles. Gerne schön. Sieht man sich mal wieder, oder? Vielleicht beim nächsten Gewitter. Gewitter gibt's ja oft. Ja, dann. Vielleicht bis bald. Was hältst du von mir? Ja, ja, stimmt. Ich glaube, wir sollten sie wiedersehen. Mann, warum hast du nicht nach ihrer Telefonnummer gefragt, du Hund? Hä? Guten Morgen. Da bist du ja. Ich habe mir Sorgen gemacht. Die ganze Nacht habe ich versucht, dich zu erreichen. Wollte schon die Polizei anrufen. Hab sogar bei dir geklingelt. Wo warst du denn? In den Bergen. Hey, jetzt mal ernsthaft. In den Bergen. Nach unserem Streit gestern Abend bin ich noch mal rausgefahren. Das Gewitter kam, der blitzte auf einen Baum. Der fiel auf die Straße. Ich musste anhalten und mein Auto sprang nicht mehr an. Ich bin zu einer Berghütte gegangen und wurde freundlich aufgenommen. Das ist ja die dümmste Ausrede, die ich je gehört habe. Tja,
Meistens ist die Wahrheit unglaubwürdig. Es tut mir leid wegen gestern. Bitte. Entschuldige. So einfach geht das nicht, Eberhard. Ich habe das nicht so gemeint, als ich sagte, dass es Unsinn ist, wenn wir beide zusammenziehen. Doch, ich finde, du hast recht. Warum soll man die Kuh kaufen, wenn man nur ein bisschen Milch trinken will? Das war doch nur ein Scherz. Der mir aber sehr zu denken gegeben hat. Jetzt bitte, bring mir keinen Strick aus diesem blöden Spruch. Steffi. Gib mir noch eine Chance. Ich überleg's mir. Ach, Tanni, er hat mir gerade noch gefehlt. Herr von Tanning, was für eine schöne Überraschung. Sie kennen mich noch, das freut mich. Das freut mich sehr. Ich dachte mir, wenn der Berg nicht zum Propheten muss, der Prophet eben nicht, wahr? Tja, meine Tochter kennen Sie ja. Hallo. Sie schwärmt so für Sie. Wollte unbedingt mitkommen. Tja, Sie können sich sicherlich vorstellen, warum ich hier bin. Ja, Sie wollen mir bestimmt sagen, dass ich den Pulitzerpreis gewonnen habe? Ja, ich weiß, wegen des Buches. Kaffee? Gerne. Ich bin dabei. Sozusagen voll am Ball. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja und? Das Buch? Was wird's? Gut. Gut. Es wird eine Beziehungsgeschichte. Ja, wunderbar. Mann, Frau, Eifersucht, Hass, Streit. Zum Schluss bringt sie ihn um. Oder besser, er sie. Ja. Oder Happy End. Ja. Milch? Zucker? Ja. Also ehrlich gesagt, so weit bin ich noch nicht. Wie weit sind Sie denn? Naja, ich habe schon zwei... Kapitel? Seiten. Sie wissen, ich halte sehr viel von Ihnen. Wir haben ein paar wunderschöne Bücher zusammen gemacht. Ich habe während Ihrer kleinen Schaffenskrisen immer zu Ihnen gehalten. Aber meine Geduld hat irgendwann mal auch... Ein Ende. Ich weiß schon, Herr von Tanning, und Sie haben auch vollkommen recht. Ich war in den letzten Monaten einfach völlig durch den Wind. Aber jetzt sehe ich Land. Ich habe alles hier oben drin, alles schon aufgeschrieben. Wissen Sie, wie oft man sich als Verleger diesen Satz anhören muss? Herr von Tanning, geben Sie mir noch 6 Wochen, 8 Wochen. 8 Wochen und dann haben Sie Ihr Buch, garantiert. Gebäck? So lange? Ich denke, Sie sind geschieden. Da ist doch keiner mehr da, der Sie stören kann. Frauengeschichten? Ja, eine Frau spielt in meinem Buch eine ganz wichtige Rolle. Ich meine privat. Keine Ablenkung, keine unnützen Gedanken, keine fruchtlosen Diskussionen, nur Sie und Ihr Computer. In 3 Wochen, 100 Seiten. In 3 Wochen, 100 Seiten, Herr von Tanning, das ist... Okay. Gwen, du bist Zeuge, komm, wir gehen. Paps, ich würde gerne noch bleiben. Darf ich? Wie jetzt? Nee, das geht nicht, weil ich muss ja noch arbeiten. Ich könnte Sie inspirieren. Zu viel Inspiration schadet nur, komm. In 3 Wochen, 100 Seiten. Wiedersehen. 3 Wochen. Drei Wochen, 100 Seiten. Ladestreuner, 3 Wochen, 21 Tage, 100 Seiten. 2 davon haben wir, sind 98. 98 geteilt durch 21 sind? Genau.
Wann bist du mit den Expertisen fertig? Wir brauchen 3 Wochen Vorlauf für die Auktion. Ich bin dabei. Grüß Gott. Bin ich hier richtig? Stefanie Huber? Ja, das bin ich. Dann sind die hier wohl für Sie. Für mich? Ja. Schönen Tag noch. Danke. Wer schickt mir denn Blumen? Ein heimlicher Verehrer? Die sind ja von dir. Von wem denn sonst? Du beschwerst dich doch immer, dass ich dir in die Blumen schenke, zu viel arbeite, unromantisch bin. Danke. Nach dir die Sehnsucht. Was liest du denn da für einen Schund? Das ist kein Schund. Ich habe zwar erst ein paar Seiten gelesen, aber es ist sehr schön geschrieben. Und worum geht's? Um Liebe. Träume und Sehnsüchte. Also doch schon. Was machst denn du hier? Die Tür war offen. Ja, die Tür ist immer offen. Oder du hättest auch klopfen können oder rufen. Außerdem habe ich es nicht so gern, wenn man an meinen Sachen rumschnüffelt. Sag deinem Vater, er kriegt sein Buch, okay? Wie verabredet. Mein Vater hat mich nicht geschickt. Auch gut. Aber am besten ist, du gehst jetzt, ich muss nämlich arbeiten. Jede glückliche Liebe ist immer gleich, jede unglückliche Liebe ist auf ihre Weise. Was soll das denn heißen? Das verstehst du erst, wenn du erwachsen bist. Mir macht es nichts aus, dass du älter bist. Ich stehe auf erfahrene Männer. Ja, aber ich nicht. Gwen, ich kenne dich, seit du ein Kind warst. Jetzt bin ich aber eine Frau. Ja, ich weiß, sehe ich. Trotzdem, geh jetzt nach oben und zieh mich an. Wenn ich wieder runterkomme, bist du weg. Das werden wir ja sehen. Die Sachen kommen alle darüber, bitte. Und dann nehmt ihr die Champagnerbar und stellt sie hier hin. Und du willst dich wirklich mit ihm verloben? Du. Jetzt, wo der Vertrag unterschrieben ist, der ja auch sehr gut für mich ausfällt, da kann ich ihn doch ruhig heiraten, oder? Du denkst aber wirklich an alles. Komm mal her. Also, weißt du, mit 20 kannst du jeden Mann haben, den du willst. Mit 30 reduziert sich das, naja, so ungefähr um die Hälfte. Ja, und wenn du auf die 40 zugehst, dann nimm den, der sagt, dass er dich liebt. Und der genügend Kohle hat, oder? Tja, was bleibt von der Liebe übrig, wenn du mit 50 sitzen gelassen wirst wegen einer Jüngeren mit langen Beinen, knackigem Po und Körbchengröße C? Papa ist da ganz anders. Da wäre ich mir nicht so sicher. C hat sie allerdings nicht. Ja. Dein Papa ist ein ganz, ganz lebenswerter Mensch. Ein Träumer, ein intelligenter, romantischer Mann, aber eben ein Träumer. Ein Ach, Schmucki, kannst du mir mal helfen? Ich krieg diese Scheißdinger nicht rein. Ja, warte, ich helf dir. Hast du es ihr schon gesagt? Was gesagt? Also, deine Mutter und ich, da wir keine eigenen Kinder mehr wollen, habe ich vorgeschlagen, dich zu adoptieren. Was? Also, Konrad möchte, dass du seinen Namen trägst und ich auch. Nee, ohne mich. Wenn du so heißen willst wie er, dann ist das deine Sache. Ich mach da nicht mit. Naja, also, noch entscheiden wir, was du zu tun hast. Wieso wir? Ja, immerhin werde ich dein Vater. Nein, bist du nicht. Ich habe einen Namen und ich habe einen Vater. Einen zweiten brauche ich nicht. Lissy! Nein,
Er kann mit seinem Schrott zwar dich kaufen, aber nicht mich. Du bist gemein. Du hast mich wohl nicht verstanden. Ach, du hast es ernst gemeint. Ja, Gwen, das habe ich. Das glaube ich nicht. Gwen. Gwen, wenn du nicht willst, dass ich ernsthaft böse werde, dann... Hallo? Ach, Gwen. Entschuldigung, wenn ich hier so einfach reingeplatzt bin. Ich wollte nur Ihren Pullover zurückbringen. Steffi, warten Sie! Steffi, warten Sie! Warten Sie! Steffi, es ist nichts. Sie hat mich. Bitte bleiben Sie. Von mir aus können Sie machen, was Sie wollen. Verschwinde jetzt endlich. Paul. Hallo, Papa. Wo bist du? Es ist was Schreckliches passiert. Bitte komm. Papa, ich bin so stolz auf dich. Du hast dich für mich geprügelt. Geil. Verprügelt worden, mein Schatz. Kleiner Unterschied. Das ist ja wirklich das Allerletzte, wie du dich benommen hast. Wie ich mich benommen habe? Erst will mich dein Butler verprügeln, du verprügelst sie. Dein Schrotthändler verprügelt mich. Was ist denn das hier, Adams Family? Ich meine, Konrad hatte wohl gar keine andere Wahl. Du hast ihn vor allen Leuten beleidigt. Dass du ihn in Schutz nehmen musst, ist doch wohl klar, oder? Genau. Lissy, gehst du bitte mal raus? Das ist immer noch mein Zimmer. Geh, tu, was deine Mutter dir sagt. Ich will immer zu Papa auf die Hütte. Lissy, bitte. Also, es ist ja nicht so, dass ich dich nicht verstehen kann, aber um des lieben Friedens willen und für alle Beteiligten wirst du dich bei ihm entschuldigen. Ist doch nicht dein Ernst? Hm, und er sich bei dir. Das ist auch das Mindeste. Alles in Ordnung, Leute. Esst, trinkt, amüsiert euch. Und eine kleine Meinungsverschiedenheit. Aber nichts passiert. Auf euer Wohl! Was macht denn Frau Hofstetter hier? Sie stand plötzlich vor der Tür. Ich konnte sie schlecht wegschicken. Max, wenn es heute zur Katastrophe kommt, dann sind Sie gefeuert, ja? Hallo, Bärchen. Ich hab dir doch gesagt, du sollst mich nicht... Die nicht mehr anrufen? Hab ich auch nicht getan. Willst du mir einen Skandal machen, oder was? Natürlich nicht. Obwohl ich gerne in dieses Haus eingezogen wäre. Aber ich habe ja immer noch das Büro. Bis morgen. Ich habe mit Paul gesprochen. Er ist bereit, sich bei dir zu entschuldigen. Das war das Mindeste. Ja, und du dich bei ihm. Meinetwegen. Entschuldige. Ja. Hm, ebenso. So, und jetzt reicht euch die Hand. Muss das sein? Ja. Wiedersehen. Max. Ich möchte mich auch verabschieden. Ich bringe Frau Hofstetter nach Hause. Ich muss ja morgen wieder so früh arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank für den schönen Abend. Oh mein Gott, sag mal, ist Ihnen ein Parfum fast gefallen? Wie kommt die eigentlich hierher, deine Tippmaus? Ja, der war ebenso eingeladen wie dein Ex-Mann.
Manchmal sieht es anders aus, als es ist. Meinen Sie das wirklich? Ja. Vor allem meine ich, dass ich jetzt mit dir tanzen will. Vielleicht will ich aber nicht. Finden Sie nicht, Sie machen sich das alles ein bisschen einfach. Frag's einfach zu viel. Komm. Sehe schon. Liebling, kommst du bitte? Wir wollen mit unseren Freunden anstoßen. Bitte. Aber jetzt keine Missverständnisse. Thank you.
Was ist das? Schade, dass Sie nicht da waren. Bin ganz gespannt auf das Manuskript. Kommen wir morgen wieder. Ach, Gwen. Falco! 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 Na, du altes Raubtier. Na, du? Hast du wieder mal im Bett geschlafen? Na, ich verstehe dich schon. Du bist so ganz allein. Keiner trinkt mit dir. Andererseits brauchst du keine Fragen zu beantworten. Aber spielt doch keiner mit dir. Tja, mein Freund, ich glaube, du brauchst eine Freundin. Der Mann Buchner, bei dem Mistwetter. Ist ja nur eine Woche Zeit. Ja, ich weiß, aber hier ist es, die ersten 100 Seiten. Ich wollte Ihre Meinung hören und wissen, ob es gut ist. Das ist gut, das weiß ich, das spüre ich, das rieche ich. Kommen Sie rein, trinken wir einen Schluck zur Feier des Tages. Hallo. Ach, da fällt mir ein, ich muss leider nach Hause. Sie wollen weiterarbeiten? Genau. Gut, sehr gut. Er hat's gebracht. Schön. Haben Sie genug Anregungen gefunden? Ließ sich ja nicht vermeiden. Wenn du willst, kannst du mal reinlesen. Wiedersehen. Was hast denn du mit Anregungen gemeint? Jetzt sag mir nicht, dass du und er... Papa. Ich will nichts hören. Er ist viel zu alt für dich. Er könnte dein Vater sein und du hast bereits einen. Ich bin aber total verknallt. Das bist du nicht. Doch. Wie weit bist du mit den Unterlagen für die Auktion in Las Vegas? Hast du das mit dem Zoll geklärt? Muss ich da unbedingt mitkommen? Was ist denn los mit dir in letzter Zeit? Wir wechseln kaum noch ein privates Wort. Vom Bett will ich gar nicht reden. Und unsere Arbeit ist dir anscheinend auch egal. Steffi. Es ist nichts. Wirklich nicht. Ja, rufen Sie mich doch bitte zurück unter 080 25 477. Es ist dringend, danke. Mann, dafür brauche ich ja Tage. Bin ich verbunden mit Stefanie Huber? Nee, Stefan Huber. Stefan Huber, ja. Immer noch besetzt. Steffi, hier ist Paul. Paul? Welcher Paul denn? Paul Buchner. Entschuldigung, kennen Sie mich? Der kann doch nicht 3 Stunden Dauer telefonieren. Vielen Dank. Wiederhören. Gefällt. Du nicht auch? Ja, wenn ich es kriegen kann. Dann hol's dir doch. Hab nichts an. Nackte Männer sind kein ungewöhnlicher Anblick für mich. Nein, nein!
Du hast ja doch was angeschubbt. Du bist keine 20 mehr. Trotzdem, auch in meinem Alter kann man noch was für seine Problemzonen tun. Bei deinen Problemzonen hilft nur noch das Messer. Oh, danke. Wir sprechen uns in 25 Jahren wieder. Conny? Ja? Bin ich alt und faltig? Mir gefällst du so, wie du bist. Mhm. Also findest du mich alt und faltig? Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe lediglich gesagt... Du hast gesagt, dass ich dir alt und faltig gefalle. Du hast nicht gesagt, dass ich nicht alt und faltig bin. Wo ist denn jetzt das Problem? Wieso hackt ihr eigentlich alle auf mir herum? Aber Röschen, ich hab doch nur... Mann, da versteht doch einer die Frau. Ja, Paul hat mich immer verstanden. Der hat immer gewusst, was ich hören wollte. Ach, Paul hat immer gewusst, was du hören wolltest. Dann geh doch zu deinem Paul. Geh doch zu deinem sensiblen, geistreichen Ex-Mann, der sich deine exklusiven Wünsche nicht mehr leisten kann, weil er nur alle 10 Jahre einen Roman schreibt, der sich gut verkauft. Mama, das war jetzt aber ein bisschen ungeschickt. Ach, Sandra, musst du mir diese engen Röcke anziehen? Wir sind doch ein Schrott. Ich meine, ein Recyclingunternehmen und nicht der Playboy. Früher hat dir das gefallen. Ja, früher war früher. Und jetzt ist heute. Wollen wir uns nicht mal wieder treffen? Ich dachte, du bist mit dem Fantaning zusammen. Na und? Bitte, Bärchen. Noch mal so wie in alten Zeiten. Sandra, bitte lass das. Moment, Herr Killinger ist in einer wichtigen Besprechung. Upsi Daisy. Das Vergnügen wollte ich dir eigentlich auch gerade bereiten, aber wie ich sehe, ist das ja wohl nicht mehr nötig. Aber Rosi, das ist wirklich nicht so, wie du denkst. Weißt du, was ich denke? Dass ich dich mit deiner Tippmaus erwischt habe. Du hörst von meinem Anwalt. Erinnere mich daran, dass ich dem Wetterdienst eine E-Mail schicke. Und mich fürs Gewitter bedanke. Ach, Paul. Ich hab dich vermisst. Ich hab dich viel zu lange schrecklich vermisst. Wirklich? Ich dich nicht. Du warst die ganze Zeit hier. Ich hab die ganze Zeit mit dir geredet. Ich hab dich in den schönsten, in den allerschönsten Farben geschildert. Du hast mich aufgeschrieben? Darf ich es lesen? Ja. Mike! Was ist los? Ist alles so furchtbar. Ich bin froh, wieder bei dir zu sein. Was? Wieso? Warum? Sie hat Conny mit der da im Büro erwischt. Wer ist denn der da? Seine Tippmaus. Was für ein Klassiker. Warum kann ich nicht sowas schreiben? Und jetzt musst du das Feld räumen? Ich doch nicht. Ich bin selber gegangen. Kümmern sich die Anwälte drum. Lissi, kommst du mal? Hilfst du mir beim Ausladen, ja? Ausladen? Moment, warte mal, Moment. Lizzie, bring das wieder zurück. Du kannst hier nicht einfach auftauchen und alles durcheinander bringen. Das geht nicht. Warum denn nicht? Willst du mich und deine Tochter vor die Tür setzen? Nein, aber ich... Mensch, ich habe Besuch. Ach so. Macht nichts. Stört mich nicht.
Ja, ihr kennt euch ja. Ich dachte, sie ist nicht deine Freundin. Oh. Sie haben einen Kreuzbadenmantel an. Steht Ihnen gut. Ich verzeih dir. Da gibt's nichts zu verzeihen, Rosi. Und schön, dass du das genauso siehst. Dann sind wir ja endlich wieder eine Familie. Rosi, lass uns bitte eins klarstellen. Du kannst nicht einfach hierher kommen und... Ja? Nein. Paul, das Buch wird klasse. Ich habe so geweint. Wir müssen das unbedingt feiern. Aus dem Keller von meinem Papa. Oh, du bist ja nicht allein. Nein, ich wünschte, ich wär's. Ich glaube, ich gehe da mal besser. Nein. Bleiben Sie doch ruhig. Ganz genau. Also Kinder, ich schlage vor, Party! Moment. Hier wird nur das gemacht, was ich sage. Oh mein Gott, jetzt reg dich doch nicht auf. Ich rege mich überhaupt nicht auf. Und du hältst jetzt den Mund. Du fährst nach Hause und du mach endlich die Dinger runter. Falco, ab ins Haus. Und du, ich möchte, dass du bleibst. Können Sie kochen? Also, wenn Sie einen Mann behalten wollen. Da müssen Sie kochen können. Liebe geht durch den Magen. Stimmt's, Paul? Manchmal schlägt sie auch auf den Magen. Genau das hat meine Tante auch immer gesagt. Und dann ist sie vom vielen Kochen so fett geworden, dass sie dem Mann davon gelaufen ist. Also bei Paul und mir, da war das lieber auf den ersten Blick. Er war damals unheimlich schüchtern. Er hat in einem Verlag gearbeitet als Lektor. Und ich habe da ein Praktikum gemacht. Naja, und irgendwann abends, da habe ich ihn dann gefragt, ob er mich nach Hause bringt. Unterwegs ist dann der Keilriemen von seinem Käfer gerissen. Naja, dann habe ich meine Strumpfhose ausgezogen und ihm gegeben. So fing alles an. Stimmt's, Paul? Entschuldigung. Musst du immer mit diesen alten Geschichten kommen? Na wieso? Die Wahrheit wird man doch wohl sagen dürfen. Ja, aber doch nicht im falschen Augenblick, Mensch. Woher soll ich das denn wissen? Mama, irgendwie ist heute dein Fettnäpfchen-Tag. Steffi. Wie stellst du dir das vor? Wir beide unter einem Dach mit deiner Ex-Frau und deiner Tochter? Wir können auch zu dir fahren. Nein, ich fahre alleine. Kümmer du dich mal um Rosalind, sie hat die älteren Rechte. Steffi, das hat nichts mit uns zu tun. Ich kann meine Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und jetzt bist du da. Und ich möchte, dass du bei mir bleibst. Bist du sicher? Ziemlich. Wo sollen Lissi und ich jetzt schlafen? Lissi, es ist 11. Licht aus. Komm, schlaf. Gute Nacht, mein Schatz. Wir träumen was Schönes. Mama. Irgendwie komisch. Wieso? Was ist komisch? Naja, Papa und Steffi. Warum? Die beiden kennen sich doch kaum. Ach ja? Warum schläft sie denn nicht auf dem Sofa? Das Licht im Flur ist noch an.
Tür ist wieder aufgegangen. Allein mit deinen letzten 15 Jahren. Ein Missverständnis? Conny, was ist bitte an einem Chef mit seiner halbnackten Tippmaus ein Missverständnis? Oh, mach dir um mich keine Gedanken. Mir geht es blendend. Ich bin bei Paul und wir überlegen gerade, ob diese Scheidung nicht eine ganz, ganz blöde Idee war. Gute Nacht. Ich mach doch gar nichts. Oh. Was ist denn los? Ich brauche noch ein Kopfkissen, weil so flach, so, da kann ich nie einschlafen. Kannst du dich anklopfen? Ich hab angeklopft. Naja, die Kopfkissen sind, wo sie schon immer waren, unten in der Kommode. Ach so, ja, richtig, ja. Ist noch was? Nein, nein. Da will ich nicht weiter stören. Rosi? Ja? Machst du die Tür noch zu? Warum fühle ich mich jetzt beschissen? Weil du ein großes, weiches Herz hast. Paul, ich kann jetzt nicht. Besetzt. Entschuldigung.
Was machst du, Steffi? Vielleicht ist deine Vergangenheit einfach eine Nummer zu groß für mich. Ich weiß nicht, ob ich damit umgehen kann. Steffi? Steffi? Steffi, warte! Ja, du. So? Springt der nicht an? Ja. Nein. Geht nicht. Scheiße. Ich brauche dein Auto. Wozu? Höchstwahrscheinlich, weil ich damit fahren will. Sei bitte nicht mehr so sauer. Ja? Ich bin nicht... Aua. Meine Tochter hat mir erzählt, was gestern Abend hier vorgefallen ist. Ich habe ihm doch gesagt, Ablenkung ist der Tod eines jeden Autors. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, lenken Sie mich nicht ab. Herr von Tanning, Sie kriegen Ihr Buch. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, ich weiß noch nicht genau was, aber Sie kriegen es. Sie kriegen es. Ich verspreche es Ihnen, okay? Ich hab's gewusst. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Oh. Womit habe ich das verdient? Ja, frage ich mich auch oft. Herr von Tanning, schön, Sie zu sehen. Was treibt Sie so früh zu uns? Die Verzweiflung, Frau Buchner, die pure Verzweiflung. Ja, das können Sie ja noch mit meiner Ex-Frau ausführlicher besprechen. Den Schlüssel bitte. Deinen Schlüssel. Was hat er vor? Das habe ich längst aufgehört, mich zu fragen. Wollen Sie einen Kaffee? Lieber einen Schnaps. Vielen Dank. Liebling, Sie haben uns auf die First Class abgegradet. Schön. Die zwei Wochen werden uns gut tun. Und wenn du willst, können wir in der Elvis-Kapelle. Da, 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 da. Da, 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 da. Rosalind. Rosi. Röschen. Ich liebe dich. Du bedeutest mir alles. Die anderen Frauen. Ich meine, das, was da passiert ist, das wird nie mehr vorkommen, das schwöre ich. Ich werde... Ja, ich leg dir den Himmel zu Füßen. Morgen, Herr Buchner. Morgen. Herr Killinger ist nicht zu sprechen. Für mich schon. Aber erstmal zu Ihnen. Bitte? Sie lassen in Zukunft Ihren Chef in Ruhe. Er wird nämlich heiraten. Das heißt, gegessen wird in Zukunft zu Hause. Außerdem muss Herr Killinger sich auf seinen Job konzentrieren. Er muss Geld verdienen. Das braucht er nämlich, wenn er meine Frau heiraten will. Aber... Nix aber. Was ist denn hier los? Mitkommen. Was wollen Sie denn hier? Wollen Sie Ihre Scheidung rückgängig machen, oder was? Gegenteil, ich dachte, wir duzen uns. Also, was ist jetzt? Willst du Rosi heiraten, ja oder nein? Natürlich.
Das ist die Frau meines Lebens. Das mit Sandra... Ich weiß, ein Missverständnis. Sowas kann passieren. Frauen sind unberechenbar. Wem sagst du das? Du bist ein Mann der großen Worte. Und der Taten. Findest du? Mhm. Außerdem verstehst du was von Frauen. Wo ist Rosi jetzt? Bei dir? Ja, leider. Deswegen ist mir die Frau meines Lebens abgehauen. Bitte lassen Sie noch ein paar Wochen in Ruhe. Ich zahle Ihnen auch das Hotel. Klasse. Mit Pool? Haben Sie was vergessen? Nein. Ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Sie wollen also Ihren Mann zurück. Wieso? Wollen Sie ihn? Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ja, das will ich. Und will Paul das auch? Warum wollen Sie das wissen? Weil ich heute wegfliege und vorher eine Entscheidung treffen muss. Also, mein Paul ist ein Familienmensch und er liebt seine Tochter über alles. Ihr Paul. Sie sind seine Ex-Frau. Und sie nur eine kleine Affäre. Also mischen Sie sich nicht ein. Ich kenne Paul. Glauben Sie mir. Wahrscheinlich bin ich das. Leben Sie wohl. Mama, das wäre echt unfair. Ganz unfair. Ja, wieso? Ich will nur, dass dein Vater glücklich ist. Nein, das willst du nicht. Du meinst, eine einfache Entschuldigung genügt? Ja, ganz klar. Verzeih mir. Zwei einfache Worte. Verzeih mir. Und versuch bloß nicht, hier irgendetwas erklären zu wollen. Sonst redet sie dich in Widersprüche rein, die gar keine sind. Oh ja, das kenne ich. Ich kenne Rosi. Vertrau mir. Mach das mal ein bisschen lockerer. Kannst besser atmen. Danke dir, Paul. Gut. Mach's das schon. Rosalind, bitte verzeih mir. Ist das alles? Verzeih mir und dann ist wieder gut, oder wie? Du bekommst doch einen Ring, oder? Und eine Uhr. So, was denkst du eigentlich von mir? Meinst du, du kannst meine Liebe kaufen? Mein Gott, das hat er doch so nicht gemeint. Ach nein? Habe ich da was an den Ohren? Also jetzt musst du auch mal was sagen, Paul. Wieso? Kannst du nicht selber sprechen? Ja, nein. Paul hat... Ich wollte dir eigentlich alles erklären. Ach so. Ja gut. Dann erklär mal. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Also, das ist so gewesen. Was für ein Ring wolltest du mir kaufen? Ich habe bei deinem Lieblingsjuwelier habe ich einen Ring gesehen mit einem Diamanten. Eine ganz kleine Uhr, eine wunderschöne. Erst die Erklärung, ja? Ja. Also. Jetzt hat er aber schlechte Karten. Ach, alles wird gut. Wirst sehen. Steffi war heute hier. Ja und? Sie fliegt heute weg. Warum sagst du mir das nicht gleich? Hast du alles? Dann treffen wir uns wie besprochen am Flughafen. Hallo. Was ist denn los mit dir? Freust du dich denn gar nicht? Doch, doch. Ich habe nur ein bisschen Angst vorm Fliegen. Komm, Steffi. Stell dich nicht so an.
Hey Jungs, wird die Ampel auch mal grün oder macht ihr auch Brotzeit? Hallo, tam zamanında aradım. Nasıl geçti? Memnunlar mı? Çok mu eğlendin? Nasıl? Ciddi mi diyorsun? Başka kim geldi? Ha. Çok güzel. Anladım. Ha? Anladım. Anlıyorum. Elinin birisi yola girdi. Kırmızı ışık kendi aldı. Ben seni sonra ararım. Tabii canım. Darf ich mal Ihr Handy benutzen? Das ist ein Notfall. Das ist ein dringender Notfall. Nein, sonst wäre es ja kein Notfall. Ich zahle es Ihnen auch. Bir dakika. Burada telefonla görüşmek isteyen birisi var herhalde. İhtiyacı Bitte. Var. Bir dakika. Hallo, Eberhard. Nein, Steffi, hier ist Paul. Bleib hier. Nicht auf. Ist der Anrufbeantworter von Steffi Ruhr. Ich bin bis Ende des Monats nicht mehr erreichbar. Sie können mir aber gerne eine Nachricht hinterlassen. Das Gerät wird regelmäßig abgehört. Steffi, ich weiß, dass du da bist. Geh bitte ans Telefon. Steffi, ich liebe dich. Grün! Komm ich dann am schnellsten zum Flughafen? Da lang. Danke. Wo ist dieser blöde Verteiler? Ach, das noch. Thank you.
weiß, ich hätte auf dich hören sollen. Dazu hast du ja jetzt ein ganzes Leben lang Gelegenheit. Ich liebe dich. Tja, und jetzt? Wie und jetzt? Wie sieht dein Roman aus? Happy End? Du fragst immer noch zu viel. Die gehört dir. Na, wer bist du denn? Na, komm. Ja, bravo. Das ist aber toll.